Der Liebe erster Kuss. Der Liebe erster Kuss. Ey, sorry Leute, ihr habt mich gerade in meiner Aufwärmphase, in meiner Aufwärmroutine erwischt. Tja, einmal mehr, der sah. Und heute probieren wir Gänse-Eier. Manche würden sagen Dino-Eier, denn hier ist der Vergleich zwischen Gänse-Ei und normalem Hühnerei Größe L. Kleiner Unterschied. Und ja, da gibt es eine witzige Geschichte dazu, denn ich hatte heute einen dringenden Termin, kam aber gerade von dem Bauernhof, wo es diese Enteneier zu kaufen gibt. Und ich habe sie oben in den Korb reingelegt, so zwischen meine Jacke, damit sie nicht kaputt gehen. Und da musste ich eine scharfe Kurve fahren, weil ich spät bemerkt habe, dass ich abbiegen muss. Und dann sind diese beiden Enteneier hier durch meinen ganzen Ford Galaxy gekullert, also ein großes Auto. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es war schwer, diese riesigen Eier zu finden in dem Ford Galaxy. Leider wurde dabei eines angeknackst, aber das werde ich gleich zu einem Spiegelei weiterverarbeiten. Und zwar benutze ich dafür diese Jamie Oliver Pfanne, die ich, oh, Achtung, liebes Gänseei, die ich vor kurzem erworben habe. Und die ist so mega geil, die ist wirklich der Oberhammer und jetzt ist sie kaputt. Nein, Quatsch, das war ein vorbereiteter Scherz. Und jetzt werde ich gleich dieses Gänseei hier als Spiegelei zubereiten. Dafür benötigen wir einfach nur einen Gaskocher, eine Pfanne, deren Pappe wir entfernen und etwas Liebe zum Ei. Natürlich werde ich diese Pfanne jetzt erst noch waschen. Cut. Denn ich weiß ja nicht, welche Schmutzfinken da ihre dreckigen Finger dran gehabt haben bei Amazon. Gut, dann machen wir jetzt hier an. Oh. Das wird schön heiß. Und in diesem Falle benutzen wir etwas Distelöl. Ihr könnt jedoch auch jedes weitere hoch erhitzbare Öl nehmen. Ich nehme jetzt hier das neutrale Distelöl, einfach damit es den Geschmack nicht verfälscht. Dann werden wir einfach mal dieses angeknackste Ei vollends öffnen und schauen, was sich da in die Pfanne ergießt. Also das Gute an den Eierstückchen hier, man kann sie gut wieder aus der Pfanne herauslesen, denn die sind ziemlich groß. Au, aber die Pfanne ist schon heiß und ich frittiere gerade meinen Finger. Okay, also brutal riesiges Spiegelei. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen niedriger schalten, sonst verbrennt mir die Hälfte und die andere Hälfte ist noch nicht gar. Ich habe noch nie so ein riesiges Spiegelei in der Pfanne gehabt. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Salz drauf. Und ihr seht schon, dass es nicht so spiegeleiförmig ist, wie man sich das so vorstellt. Naja, ich glaube, ich werde mal mit der Gabel versuchen, das ein bisschen mehr zusammenzubringen, denn die Form gefällt mir nicht so. Aber es ist schon zu spät. Ja, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen die Pfanne heiß halten, weil sonst ist das Ei gelb hier und es ist wirklich riesig. Sonst ist es wirklich nur roh. Und ich weiß nicht, ob ich so ein riesiges Eigelb hier roh essen will. Ich könnte es natürlich auch umdrehen. Manche Leute bevorzugen ihr Spiegelei umgedreht. Also nochmal von der anderen Seite gebraten. Und dieses Gänseei habe ich bei einem örtlichen Bauernhof bekommen. Schaut mal bei euch. Bei euch gibt es bestimmt auch solche Bauernhöfe. Und ein Entenei hier hat 1,50 Euro gekostet. Und es ist bestimmt 3- oder 4-mal so schwer wie ein normales Hühnerei. Das heißt, ich habe nicht mal viel mehr als für ein Hühnerei bezahlt. Lohnt sich wirklich mal bei den regionalen Hofläden vorbeizuschauen. Gebt mal im Internet ein Direktvermarkter und dann euren Landkreis oder Hofladen und dann euren Landkreis. Ihr könntet fündig werden. Ja, und ich möchte auf jeden Fall so lange warten, bis alles Eiweiß, was man hier oben sieht, geronnen ist. Dann ist auch ein Teil vom Ei gelb geronnen und so mag ich eigentlich ein Spiegelei. Okay, also wenn ich jetzt hier oben dran fasse, Leute, das ist noch ganz kalt, das Eigelb. Also so möchte ich das jetzt wirklich nicht essen. Ich werde es jetzt umdrehen. Das ist mir jetzt zu heftig hier. Also ein ganz kaltes und ganz rohes Eigelb, das ist jetzt nichts für mich.
Ich weiß, es gibt Leute, die saugen nestwarme Eier aus. Gibt es auch in meiner Familie solche Leute, aber ich mag das nicht. Jetzt werde ich es einmal rumflippen. Jetzt tritt hier das Eigelb aus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen flüssiger Kern enthalten. Sieht etwas vergewaltigt aus. Tut mir leid, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich ein Gänsespiegelei brate. Und dann auch noch vor laufender Kamera. Aber schaut mal hier. Es scheint sehr gut zu funktionieren mit der Jamie Oliver Pfanne. Und ich denke, es ist jetzt noch ein bisschen, ein kleines bisschen saftig, oder wie soll man sagen, nicht ganz durch. Die Pfanne ist sauber. Sehr gut, Jamie Oliver. So, und jetzt werden wir mal dran riechen. Es riecht erstmal wie ein ganz normales Ei. Und ich weiß noch, als Kind habe ich mal die Sesamstraße geschaut. Und da kam irgendwie so ein Sketch, ne? Ich mache jetzt mal die Hälfte hier drauf. Und da hat eines dieser Muppet-Tiere, oder wie soll man sagen, diese Marionettenpuppen, hat dann ein Spiegelei auf Brot bestellt. Und da hatte ich so Bock auf Spiegelei mit Brot. Und hat meine Mutter netterweise mir so eines zubereitet, obwohl ich das gar nicht vorher kannte eigentlich. Spiegelei auf Brot. Ich mache jetzt noch ein bisschen Salz drauf. So sieht man erstes Gänsegebrutzel aus. Zusammen mit dem Brot hier kann ich keinen großen Unterschied jetzt feststellen zu normalem Spiegelei. Jetzt probiere ich es nochmal so. Es ist halt einfach eine größere Dimension, aber... Ich kann hier leider wirklich keinen großen Unterschied feststellen, obwohl ich bei der Enteneier-Review von Laufenteneiern und Warzenenteneiern deutliche Unterschiede geschmeckt habe. Aber ich glaube, als Spiegelei kommen diese Unterschiede nicht so arg raus. Ich werde aber dieses kleine Baby hier noch kochen, als gekochtes Ei. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ich dann nochmal einen Unterschied feststelle. Hier oder hier sind weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Das war die Gänse-Eier-Review von einem riesigen Gänse-Ei. Nochmal hier zum Vergleich das Hühnerei. Das wiegt vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem Ganzen. Und es ist wirklich geil. Ich bin mal gespannt, wie das hartgekochte Ei davon so ist. Hier oder hier sind weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Schaut mal wieder rein, wenn der Saar komische Sachen probiert. Auch von regionalen Bauernhöfen. Da gibt's mehr, als ihr denkt. Ciao, Leute. Der liebe erster Kuss. Oh, Gott.